Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transportführer. Ja, ich habe jetzt in der Zeit ein bisschen Vorlauf. Ich habe ein bisschen Geld. Ich habe auch nichts weiter gemacht. Ich habe jetzt hier etwa... Hier sieht man es ja einmal schnell. Oder so ein Diagramm. Also die Einnahmen gehen auf jeden Fall... So, wir sind jetzt im vierten Jahr, also im fünften. Und wie man sieht, wir müssen hier eindeutig die Abtransportationskapazität hochjagen, dass wir mehr Güter abtransportiert bekommen. So. Und ich denke mal, das wird auch das erste sein, was wir jetzt hier machen. Dann nehmen wir auch wieder die hier. Und dann nehmen wir hier wieder Güterwagen. Nehmen wir wieder die gleichen. So, 75 Meter sollte rein. Und dann weisen wir den hier wieder zu. Und lassen wir den wieder fahren. Der hat jetzt auf 24 Lagerkapazität. Das heißt, wir sollten das hier auf jeden Fall. 50. Ja, hier hinten wurde auch ausgebaut, wie man sieht, auf 200. Und hier sollten wir auch wieder Sachen abtransportiert bekommen. Das heißt, wir müssen hier die Strecke erstmal ausbauen. Aber jetzt ist das Problem, entweder wir bauen diese Strecke aus oder wir bauen diese Strecke aus. Wenn wir mal gucken, so gesehen ist diese Strecke, also diese Strecke hier, profitabel. Wenn wir die jetzt ausbauen würden und da zwei Züge drauf fahren lassen würden, dann müsste ja so gesehen der Umsatz da in die Höhe springen. Das heißt, ich würde jetzt sogar sagen, wir bauen erst diese Strecke um und dann bauen wir diese Strecke. Das machen wir jetzt so auch. So Stück für Stück. Wenn es Geld nicht reicht, dann müssen wir eben bauen. Dann bauen wir jetzt erstmal das da. Wieder ein Stück. So, dann sind wir schon mal da. Dann brauchen wir hier wieder ein Bereich. Ich baue gleich die doppelten Weichen, weil dann haben wir nicht das Problem, dass hier was weiß ich, dann zwei Weichen hintereinander bauen müssen, dann später. So. Das hat geklappt. Brauchen wir hier noch eine Weiche. Antwortes brauchen wir nicht so eine. Dann brauchen wir hier eine. Dann brauchen wir hier die doppelte. Ist zwar jetzt doppelt gemoppelt, aber es geht. So. Wir nehmen uns hier wieder hier schön die Nadel. Ich würde sagen, wir machen das erste hier hin, das zweite da hin, das vierte dorthin, das fünfte hier hin und das sechste bauen wir dann dort. So. Übernommen hat er das schon. Müssen wir jetzt wieder warten, dass ein bisschen Geld reinkommt. Den Zug können wir hier eigentlich einmal schließen. Weil, wie man hier sieht, die Personen kommen nicht alle mit. Das ist das große Problem. Und hier, man sieht, Cash. Hier. Also.
brauchen wir hier wieder einen Zug. Wir hatten ja erst die hier. Ist die schneller? Ja, die ist schneller. Wir nehmen aber wieder die hier. Wir müssen erst wieder warten, bis Geld da ist. Oh, zur Not, wir nehmen jetzt hier schnell einen Kredit. Und dann. Machen wir da. Wir machen da 5 Wagen dran. So, und dann hier wieder Attacke. Das Haus. Ich hätte gleich eine Bushaltestelle vor der Tür. Aber ihr wird wahrscheinlich laufen. Ja, also wenn man hier guckt, der Zug hier ist rappelvoll. Der hier hat ja einen Zug verpasst. So. Und ich habe wieder vergessen, meinen Timer anzuschalten. Oh, ein Bus. Hier ist das Problem. Jetzt ist hier der Zug. Und wir sind im Minus. Es sollte eigentlich. Und wir werden sehen, ob das hier mit den 2 Zügen eine Fehlentscheidung war oder nicht. Aber ich denke mal, das war eine gute Idee. Die Produktion wird auch wieder ein bisschen höher. Wir müssen echt gucken, dass wir hier den Zug aussehen lassen. Dass wir hier von einem zweiten haben oder bin ich sogar einen dritten. Dass der hier nicht alles alleine transportieren muss und die hier hinten auch genug fahren haben. Alles im grünen Bereich. Jetzt nicht mehr. Wie sieht denn das hier aus? Na, haben wir das hier doch mit den Geschäftsgebäuden einigermaßen passend hingestellt. Mit den Höhenlinien aus. Naja. Das ist alles. Naja, hier müssen wir, wenn wir hier mal Schiffe haben, wenn die Brücken hier setzen.
siegten, dass hier mit den Straßen ist. Was ist alles? Hier ist es ein bisschen kritisch. Auf jeden Fall wieder so ein Zug mehr drauf machen. Das Geld kommt aber auch wieder. Also könnten wir schon mal anfangen, hier einen kurzen tappen. Also hier schon mal die Weiche rein auf die linke Seite. Speicherpunkt. Aber so teuer ist es jetzt gar nicht. Also muss man wieder durch. So, dann würde ich sagen, wir machen hier einmal ein Punkt hin. Oder ein Signal. Dann stellen wir hier einmal hin. Und dann wieder hier. Gucken wir mal nach Süden. Also die. Dann war das Geld wieder haben. Also hier sieht man auch, der Takt muss wesentlich höher. Weil der kleine Zug hier mit seinen 14 und 24 Uhr, was das ist, kriegt das niemals weg. Also da wird es wirklich Zeit. Hochzubauen, aufzubauen. Und wird halt das nächste auch hier hinten sein. Dass wir dann irgendwo hier. Können wir einmal gucken. Eigentlich müssten wir hier einmal einen Güterbahnhof irgendwo hinstellen. Und dann hier vielleicht mit einer Kurve rein. Mal gucken. Das werden wir noch alles machen. Aber ich in dieser Folge werden wir auf jeden Fall noch den einen Zug kaufen. Oder auch zwei, wenn es geht. Ich möchte jetzt nicht wieder einen Kredit aufnehmen.
Nun lasse ich dann nach dieser Folge noch mal ein bisschen die Zeit laufen. Lass noch mal ein bisschen Geld reinkommen, dass wir dann in der nächsten Folge das da hinten bauen können. So, jetzt so schnell, bevor das Geld wieder weg ist. So. Güter! Nehmen wir wieder die hier. Getreide. Nicht genug Geld. Schnell hier ein. Die geht schon auf, dass wir den Einzug wenigstens auf Reisen schicken können. Ich gehe nur Geld. Schlimm. So. Dann schicken wir den hier. Nämlich auf große Fahrt. Der Zug. Stellen wir uns noch hier hin. Wir müssen jetzt gleich ganz rauskommen. Machen wir noch ein schönes Bädchen. Damit würde ich sagen, ich verabschiede mich wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Und wenn ihr nicht abonniert habt, würde ich sehr gerne abonnieren. Ich würde mich immer sehr, sehr freuen. Also man sieht sich in der nächsten Folge. Bis dann und tschüss.